Ich bin Nia, ich bin bei Brot und Rosen organisiert und habe da Lotte und Leonie als meine Genossin, was mich sehr, sehr stolz macht. Ich bin aus der IT, das heißt, mein Sektor ist relativ weit weg von den Gesundheitsarbeiterinnen, also einer von den Sektoren, wo eher mehr Geld drin ist. Dass der Kreissaal ein feministischer Kampf ist, das wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich will es nochmal hervorheben, einfach weil heute bis auf das Frauentreffen und uns nicht so wirklich feministische Gruppen da sind. Also wir haben vor ein paar Jahren mit Zähnen und Klauen für kostenlose, sichere und legale Abtreibung gekämpft, tun es immer noch. Und wir müssen auch für den Erhalt von Geburtshilfe kämpfen. Also das erstmal vorneweg. Und darüber hinaus ist es mir wichtig zu sagen, es ist nicht nur ein lokales Thema. Also auch die VertreterInnen der Parteien, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie hier sind. Also es ist großartig, dass sie die Petition unterstützen, dass sie hier sind, dass sie auch den Antrag eingebracht haben. Aber sie betonen sehr stark diese lokale Sache. Also die Münchner SPD steht hinter uns. Was toll ist, ich bin da sehr dankbar für. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich in diesem Kampf irgendwie klarzumachen, dass es ja nicht nur um München geht. Also es ist ein Kreissaal, aber wenn ich mich richtig erinnere, sind 42% aller Kreissäle in den letzten 10 oder 15 Jahren geschlossen worden oder so. Ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, aber das ist generell ein Problem. Und das ist ein Problem, was die Sektoren, die eben vor allem Frauen betreffen, vor allem migrantische Personen betreffen, an denen wird zuerst gespart. Und in dem Sinne finde ich es total wichtig, das bundesweit und eigentlich auch international sich anzuschauen und klar zu haben, dass wir diese Politik nicht an der Stadtgrenze aufhören dürfen. Also es sind auch von den 20.000 UnterzeichnerInnen der Petition bei weitem nicht alle aus München. Aber viele haben sich wiedergefunden in dieser Geschichte. Viele haben sich erinnert an Kliniken, die in ihrer Nähe geschlossen wurden, an Probleme, die sie im Gesundheitssystem haben. Und da muss man leider sagen, dass halt die SPD mit Lauterbach aktuell für nicht so eine gute Gesundheitspolitik steht. Also in dem Sinne finde ich es großartig, dass die Kolleginnen kämpfen, dass sie auch für uns kämpfen, damit wir besser gebären können, damit unsere Kinder im Krankenhaus gut versorgt werden. Freue mich da an der Seite zu kämpfen und hoffe bei den VertreterInnen der Parteien sehr, dass wir euch bis zum bitteren Ende dabei haben. Ja.